Herr Doktor, der vierte harte Lockdown hat gewirkt. Die Zahlen sind etwas zurückgegangen auf den Intensivstationen. Wie ist der Stand heute bei Ihnen? Wir haben zum Beispiel momentan noch 4 Intensivpatientinnen mit Covid-19, insgesamt von 12 Betten. In Tirol sind es knapp an die 30% der Betten, die mit Covid-19-Patientinnen ausgelastet sind. In Vorarlberg sind es etwas mehr, es geht so Richtung 50%. Aber man sieht einfach einen Trend. Erstens einmal nehmen die Patientinnen auf den Normalstationen mit Covid-19 ab, also auf den Isolierstationen. Und schön langsam geht es auf den Intensivstationen ebenfalls zurück. Jetzt sind die Zahlen der Neuinfektionen noch recht moderat. 2269 Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden zugekommen. Hier wirkt der vierte harte Lockdown noch nach. Aber mit Blick auf Omikron ist ja doch eine sehr besorgniserregende Entwicklung festzustellen. Aktuell wurden 365 Infektionen insgesamt mit Omikron gemeldet. Es wird befürchtet, dass die Dunkelziffer hier noch deutlich höher ist. Was ist mit Omikron zu befürchten aus Ihrer Sicht? Ich glaube, das Problem, das wir in Österreich haben, ist, wir haben noch eine zu große Impflücke, also zu viele Menschen, die nicht geimpft sind. Wir haben zu wenige Leute, die schon den Drittstich haben, geboostert sind. Und wir haben auch noch in dieser Impflücke die Leute drinnen, die zum Beispiel erst einen Stich haben. Und Omikron ist eine hochinfektiöse Variante. Wir wissen aus Großbritannien, dass die Verdopplungs- oder die Zeit zur Verdopplung der Infektionen 2 Tage beträgt. Das geht also irrsinnig hinauf. Und wir wissen aus Ländern wie Dänemark, aus Großbritannien, aus Norwegen jetzt, dass diese Infektionswelle sich sehr rasch ausbreiten wird. Und das wird auch in unserem Land sein. Und wahrscheinlich werden wir im Jänner damit rechnen müssen, dass uns so richtig erreicht. Was bedeutet hochinfektiös? Man hört, dass es so infektiös sein soll wie Masern. Ist es tatsächlich so, wenn man dann einen Raum betritt und ein Omikron infiziert, aber drinnen, dass man das dann sicher bekommt? Also ganz genaue Zahlen über die Infektiosität gibt es noch nicht. Aber es ist anzunehmen, dass die Variante wesentlich infektiöser ist wie Delta. Und ich glaube, dass Sie eine gute Chance haben, wenn Sie in einem geschlossenen Raum sind, wo sich Menschen bewegen und wo sie miteinander sprechen, dass durch Luftverwirbelungen Sie sehr rasch diesen Virus abbekommen und wenn Sie nicht geschützt sind, keine Antikörper haben, dass Sie sehr rasch erkranken können. Jetzt sagt man ja, der dritte Stich, die sogenannte Boosterimpfung, soll schützen. Wie gut schätzen Sie die Boosterimpfung ein bei Omikron, dass man jetzt nicht die Infektion bekommt? Ja, also da gibt es schon genaue Daten. Man kann sagen, dass mit der dritten Impfung ein 70-prozentiger Schutz vor symptomatischen Infektionen da ist. Man kann wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass wenn Sie infiziert sind, selber weniger Viren ausscheiden und damit weniger infektiös für die Umgebung sind. Und was zwar noch fehlt an Daten, aber das ist anzunehmen, wenn man gegen symptomatische Infektionen besser geschützt ist, wird es auch weniger schwere Verläufe geben und weniger Intensivstationsaufenthalte und weniger Risiko, dass Sie sterben an der Erkrankung. Mhm. Jetzt sagt man ja Boostern, Boostern, Boostern. Ab wann kann man rechnen, wirkt denn dieser Booster schon? Weil es wird vielen sogar schon geraten, jetzt noch vor Weihnachten sich noch rasch diese dritte Impfung zu holen. Bei Delta hat man ja gesagt, dass es ungefähr, beim Zweitstich, hat man gesagt, dass es ungefähr 2 Wochen dauert, bis der dann wirkt. Wie ist das bei dieser Boosterimpfung? Ich denke, wir können davon ausgehen, dass es so ist wie nach der zweiten Impfung. Also wenn Sie 2 Wochen später, werden Sie wahrscheinlich eine deutliche Erhöhung Ihrer neutralisierenden Antikörper im Blut haben und werden relativ gut geschützt sein. Jetzt ist in Israel schon die vierte Impfung in Diskussion. In Israel hat man ja mit der Booster-Kampagne auch schon Anfang Juli begonnen. Die über 60-Jährigen sollen hier also rasch sich einen Booster abholen, die vierte Impfung. Wird das in Österreich auch ein Thema werden? Es gibt ja viele Seniorinnen und Senioren, vor allem aus den betagten Gruppen, die schon im September und im Oktober immunisiert wurden. Wie stehen die jetzt da aktuell? Ich glaube, das Problem, was wir haben, wir haben einfach noch zu wenig Daten, was die vierte Impfung bringt. Auf was ich eher gehe und was ich viel mehr erhoffe, ist, dass wir sehr kommen und dass die Zulassungsverfahren relativ schnell über die Bühne gehen, dass wir also einen Impfstoff zur Verfügung haben, der neutralisierende Antikörper gegen das Spike-Protein der Omikron-Variante
bilden lässt in ausreichendem Ausmaß und dass man wieder vollständig geschützt ist. Und die September- und Oktober-Geboosterten, wie gut sind die jetzt aktuell geschützt? Wie sind da die Daten? Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass man so 3 Monate sicher einen recht einen guten Schutz hat. Die STIKO empfiehlt ja anscheinend schon, dass man zum Beispiel nach einem Zweitstich 3 Monate danach schon jetzt angesichts der Omikron-Variante einen Drittstich machen sollte. Nur ob der Viertstich jetzt noch einmal was bringt mit dem alten Impfstoff, da gibt es einfach nur zu wenig Daten, da können wir noch gar nicht drüber reden. Es ist immer wieder zu hören, BioNTech, Pfizer und auch Moderna arbeiten schon an einem adaptierten Impfstoff. Dann melden sich allerdings wieder diverse Experten zu Wort, die sagen, das brauchen wir nicht. Wir kommen auch mit den Impfstoffen durch, die wir jetzt haben. Wie schätzen Sie die Lage ein? Werden wir diesen Omikron-Impfstoff brauchen? Beziehungsweise kommt er dann nicht zu spät, wenn das Ding jetzt im Jänner schon sehr hoch geht? Also ich denke, dass man wahrscheinlich jährliche Anpassungen des Impfstoffs braucht, ähnlich wie bei der Grippeimpfung. Und ich denke auch, dass man wahrscheinlich in der Zukunft einen Kombinationsimpfstoff hat, wo man Grippe und Corona möglicherweise gleichzeitig impft. Ob wir jetzt zu spät dran sind? Ja, sicher. Also ich rechne damit, dass wir nochmal in eine wirklich gewaltige Welle hineingehen. Und zwar wird es im Jänner passieren, dass die Infektionszahlen mit höchster Wahrscheinlichkeit stark anfallen und ansteigen und dass wir wieder viele Schwererkrankte auch sehen werden. Aber es ist halt so. Komplexitätsforscher Klimek sagt, das ist keine Welle, die auf uns zukommt, sondern eine Wand. Es heißt wieder, Gerüchte besagen, dass der Verlauf dann wieder milder ist. Aber wenn wieder mehr Menschen eine Infektion bekommen, bedeutet das dann nicht, wenn man rein mathematisch hochrechnet, dann auch wieder mehr Personen im Spital? Absolut richtig, absolut richtig. Und das mit dem milden Verlauf, ich meine, diese Vermutung, die beruht ja auf Daten von Südafrika. Und da darf man nicht vergessen, in Südafrika gibt es erstens nur wenig Geimpfte, die Wellen sind über das Land drüber gelaufen. Ein Großteil der Bevölkerung dort ist bereits immunisiert, das heißt, hat einen gewissen Level an neutralisierenden Antikörpern und das sind vorwiegend junge Menschen. Das ist möglicherweise der Grund, warum sie nicht so schwer erkranken. Aber was uns in Südafrika Sorgen machen muss, ist, dass immer mehr Kinder im Spital landen, dass 10% der Hospitalisierten Kinder sind. Und das ist natürlich, das sieht man, das sind Menschen, die wahrscheinlich noch kaum oder keinen Kontakt mit dem Virus gehabt haben. Und ich würde ja mal prognostizieren, dass Omikron ganz ähnlich ist wie Delta. Und ich bin gespannt, da nachdem die Patienten und Patientinnen in manchen Ländern sehr, sehr jung sind, die da hospitalisiert werden, wie sich das in unserem Land auswirken wird. Blicken wir noch auf Österreichs Intensivstation. Im Moment gehen die Zahlen ja zurück. Allerdings mit der Omikron-Welle oder Wand, die jetzt dann kommen wird ab Anfang, Mitte Jänner, werden wir dann auch wieder an die Belastungsgrenze der österreichischen Bettenkapazitäten in Intensivstationen kommen? Ich denke, das ist zu befürchten. Das kann leicht sein. Außer die Menschen halten sich vor allen Dingen an die Maskentragepflicht in geschlossenen Räumen. Das ist eigentlich der Schutz, wenn ich noch nicht adäquat immunisiert bin vor Ansteckungen. Wenn jeder FFP2-Maske adäquat tragt, richtig tragt, dann ist das Infektionsrisiko sehr, sehr gering. Blicken wir jetzt noch zum heutigen Corona-Gipfel. Gastro-Sperrstunde vorverlegt auf 22 Uhr, dann Einreisebeschränkungen für Großbritannien, Dänemark und Norwegen. Wird das reichen, um uns etwas Zeit zu verschaffen, bis die Welle dann richtig loslegt? Ich glaube, das kann man gar nicht wirklich jetzt einschätzen, aber wir müssen alles dazu tun, dass diese Infektionswelle langsam ansteigt, dass wir genug Vorbereitungszeit haben, dass die Intensivstationen nicht plötzlich überrannt werden mit vielen Schwerkranken und die Krankenhäuser. Abschließend, welche Maßnahmen braucht es aus Ihrer Sicht? Einen Lockdown will ja keiner, aber man munkelt, es könnte einer kommen, wenn man sich die Prognosen ansieht. Was braucht es aus Ihrer Sicht, um ja doch moderat durch diese Welle dann zu kommen, die jetzt kommt? Also was es braucht, ist eine Disziplin beim Maskentragen. Das halte ich für das Allerwichtigste. Abstand halten bei einer hochinfektiösen Variante wird wahrscheinlich nicht mehr so viel bringen. Händedesinfektion ist immer wichtig bei Infektionskrankheiten. Und
Ich kann nur auffordern, die Bevölkerung, lassen Sie sich impfen. Und zwar so schnell wie möglich. Erststich, Zweitstich und dann drei Monate bis vier Monate später die dritte Boosterimpfung.